Alter, da muss ich auch 4 Punkte geben, Mann. Scheiße! Diese Blockfahne ist die geilste Blockfahne vom ganzen Jahr 2023. Das Design überzeugt mich einfach. Auch wegen dem emotionalen Hintergrund. Es ist einfach immer schön zur Spielerverabschiedung. Finde ich nice. Alter, und second, bereit, das müsste es sein. Einer von meinen Lieblingschoreografien aus dem Jahr 2023. Der Winterthur, Foster Schwinti aus Winterthur. Heute bin ich mal gross im Bild bei euch. Gross im Bilde, weil heute stelle ich euch die Top 31 Choreografien vor, beziehungsweise Top 30 heisst es offiziell. Es sind aber 31 Choreografien, die ich dafür euch bereit gemacht habe. Es ist ein Voting, das aktuell läuft auf dem Instagram-Account der Winterthur. Ich habe 30 Choreografien rausgesucht. Für mich die beste Choreografie aus dem Jahr 2023. Und auf Instagram kann man die bewerten von einem Punktesystem von 1 bis 4. 1 ist ganz okay, 2 ist schöne Choreo, 3 ist brutal geile Choreo und Punkt 4 bzw. 4 Punkte sind absolut legendär. Also boom, boom, boom. Vote fair und objektiv, vote nicht im Verein U oder im Verein ab. Also wenn ihr an dem Voting teilnehmt und du Basel-Fan bist zum Beispiel, aber wenn du jetzt ein Choreo siehst, was von Basel nicht so cool findest oder denkst so, das ist jetzt nicht eine mega, mega krasse Choreo, dann vote fair und gib aber 2 oder 3 Punkte für deinen Verein. Und wenn du jetzt FCZ hassest als Basler, hassest du wahrscheinlich die FCZ, nehme ich jetzt mal an, dann drück mir FCZ nicht einfach überall auf 1-1-1, sondern bis objektiv. Wenn du findest, der FCZ hat eine brutal geile Choreo gedroppt, dann hau für die FCZ auch 3 Punkte hier. Und wir gehen heute die Abstimmung durch und ich zeige euch, was ich abgestimmt habe. Ich mache es ein bisschen schnell durchlaufen, sonst geht das Video eine halbe Stunde lang, wenn ich da zu jeder Choreo noch eine Minute labere und mache und tue. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne am Voting beteiligen. Das Voting läuft aktuell noch bis morgen, also bis zum 26.12. am 12. läuft das Voting noch auf dem Instagram-Account der Winterthur. Ja, und das ist gerade meine Instagram-Story, wo wir da jetzt durchgehen werden und das bewerten werden. Und wir machen den Sound ein bisschen da. Aber so, wir machen nur leislich Sound. Noch kurz allgemein zum Voting. Also aus dem Voting aus ergibt sich für jede Choreo ein Durchschnittspunktzahl. Es sieht dann so aus, was Voting. So, da können die Leute abstimmen, 1, 2, 3 oder 4 Punkte. Und aus dem Voting aus ergibt sich für jede Choreo ein Durchschnittspunktzahl. Zum Beispiel die Choreo zum Beispiel, jetzt einfach mal als Beispiel, 2.15, durchschnittliche Punktzahl. Und für jede Choreo habe ich dann eine Durchschnittspunktzahl. Mit dieser Durchschnittspunktzahl entsteht dann die Top 30 Rangliste. Und die stelle ich dann demnächst vor, da auf YouTube, wahrscheinlich aber nur die Top 10. Da sehen wir jetzt die ganze Top 30 und ich bewerte das mal, sage vielleicht ein, zwei Wörter. Und ja, würde sagen, legen wir mal los, wenn das allgemeine Verständnis da ist, falls ihr noch Fragen habt zu dieser Abstimmung, fragt. Momentan läuft das auf dem Instagram-Account der Winterthur. Gut, wir starten da direkt mit der ersten Choreo hier. Das ist Choreo vom FC Zürich vom 19. Februar 2023. Sehr schöne Choreografie über den ganzen Block, also wirklich ausgestellt über die ganze Südkurve. Der würde ich jetzt ein 3 geben. Ein 3. Ich kann es da nicht anklicken auf dem PC. Ich klicke drauf, es passiert nichts, aber der würde ich jetzt ein 3 geben. Gut, wir gehen eins weiter. Auch vom FCZ auf ist das Ziel. Die ist tatsächlich recht cool gestaltet mit dem Bergsteiger, wo da den ganzen Berg drauf steigt. Also ziemlich cool, das ist noch eine neue Idee dahinter. Würde ich auch 3 Punkte geben. Gemaili-Abschied. Eigentlich nur schon wegen dem emotionalen Hintergrund würde ich jetzt dieser Choreo auch ein 3 geben. Ein stabiles 3 für diese Choreo. Auch nur wegen dem emotionalen Hintergrund. Es ist einfach immer schön zur Spielerverabschiedung. Finde ich nice. Gut, Servet. Das ist 35 Jahre Sektion Grönau gewesen, am 15. März. Grosse Blockfahne, da steht 35. 35 Jahre, das ist unglaublich lang, nicht? Fahren wir jetzt gerade auf, das ist unglaublich lang. Gut, dem würde ich aber 2 geben, ist ein Blockfahne mit dem Logo. Ja, ist ganz okay, ist 2. FC Zürich, alle Städte haben einen Verein und unsere Stadt, irgendwie so, unser Verein hat eine Stadt, irgendwie so ist es gegangen. Ja, ist ganz okay, grosse Blockfahne da mit dem FCZ-Logo. Ja, es sieht schon geil aus, Ja, komm, auch 3. Würde ich auch 3 geben. FC Luzern, eng umwoben mit dir. Das da hinten ist tatsächlich ein Stoffschal, wenn ich es mitbekommen habe. Nein, aus dem Grund würde ich es 2 geben. Eigentlich wäre es
ganz okay. Ich finde es jetzt nicht so extrem krass. Deswegen ein 2. Da, für mich ein 4. Ein 4. Ganz klares 4. Für mich ist das legendär. Für mich ist das legendär. Spielt ja auf den Fail, den sie gemacht haben, mit dem Buchstaben vertäuscheln. Und da haben sie es eigentlich so ein bisschen mit Humor und der Chor dazu gemacht. Rein mit dieser Hintergrundgeschichte 4. 4 Punkte. Legendär. Für mich absolut legendär. Luzern wieder mal. Wenn mal Rückschlag geht, stehst du auf und kämpfst weiter. Cooler Spruch, coole Choreo, cool gezeichnet. 2 Punkte für mich. St. Gallen, Zeit für Gott, die Liebe bleibt. Mit dem Bär, wo da auf der Ding, auf der Kirchenturm von St. Gallen da hochklettert. Ja, was soll ich da geben? Ist jetzt nicht etwas atemberaubend Legendäres, ich würde sagen 2 Punkte. 2 Punkte für die Choreo vom 11. November. Gross wirst du, wenn du am Ball bleibst, da mit einem jungen Schnaufer, wo da aufgezogen wird. Auch 2 Punkte. Für mich auch 2 Punkte. Alter, und seht, Kamerad, das müsste ich sein. Eine von meinen Lieblingschoreografien aus dem Jahr 2023. 4 Punkte. 4 Punkte. 4 Punkte gibt es für die Choreo. Echt einfach meine Lieblingschoreos. Die sieht auch sehr, sehr gut, cool aus. Von der ersten bis zu der 90. Minute gibt es noch eine Richtung. Aber das 9. da ist ein bisschen. Sieht nicht wirklich wie das 9 aus. Mit der Pyrus und so sieht schon sehr geil aus. 3 Punkte. Fußballkommerz. Blal. Ja, was steht da oben? Bei all dem Kommerz blutet das Grün wie das Herz. Würde ich jetzt mal sagen, auch hat eine coole Message dahinter, wegen der Banden ist das, glaube ich, gewesen. 3 Punkte für mich. FC Winterthur ist aktuell in der Abstimmung einer der schlechtesten, bewertetesten Choreos, was für mich eine Überraschung ist. Ich finde die eigentlich recht cool gemacht, mit dem Rauch und dem Pyro, der da hinten aufgeht. Ich finde, es sieht recht cool aus. Ich würde 3 Punkte sogar geben. Aber das ist wirklich einfach der momentan schlechteste, greatesten Choreos. Oh, das ist auch für mich legendär. Legendär. Ich finde, die Choreo ist mega geil. Vom Style her, so vom Halbmond, wo die Pyros dann angehen, finde ich mega geile Choreografie. 4. Auch wieder eine Winterthur-Choreografie. Ja, bin ich ehrlich, es sind rot-weiße Fahnen, rot-weißes Leben lang. Die Winterthur-Logos, sie ist ganz okay, hat mich jetzt aber nicht Vollgas von der Socke. Deswegen, ich würde sogar fast sagen 1. IB-Choreo, die ist recht geil. Ich feiere das Oldschool-Fahnen. Blockfahnen-Ding, wo da über die Kurve sich erstreckt, extrem viel Pyros. 3 Punkte für dich. Auch wieder Winterthur. Ich muss auch wieder sagen, es sind rot-weiße Fahnen, rot-weiße Rauchtöpfe. Ich kann mir das überhaupt als Choreo erzählen. Ich frage sich ja in Anführungszeichen nur rot-weiße Fahnen. Aber ich finde, es sieht mega geil aus. Irgendwie hat noch ein bisschen so einen coolen Vibe. 2 Punkte. IB Jubiläumschoreos, Jubiläum-Choreo. Das Problem ist mit den Jubiläumschoreos, es hat glaube ich 4-5 Stück von denen gegeben und mit der Zeit ist es einfach irgendwie langweilig geworden. Es hat nicht mehr so überzeugte Jubiläumschoreos. Wegen dem wirkt aktuell die Choreo auch nicht so mega krass auf mich, weil es einfach mega viel Choreos in diesem Style gegeben hat. Wegen dem gebe ich deren 2 Punkte, obwohl sie eigentlich irgendwie mehr verdient hätte, aber irgendwie 2. GC Zürich, 5. Februar, Zürich City Style. Einer von den Choreos von GC, den ich mega geil finde. Einer von den seltenen Choreos von GC im letzten Grund. Die machen das ja extrem selten, aber da haben sie mich komplett überzeugt. Cooler Schriftstil, coole Blockfahne, 3 Punkte. Da Maniacs Jubiläum ist das gerade, glaube ich, vom 21. Oktober. Auch coole Blockfahne mit Bern im Hintergrund, Maniacs und so. Ich würde 3 Punkte. 2
Ja, 3 Punkte, geben wir 3. Geht Zürich, was sie mit dem Tram einfahren, aussteigen, Pyros zündet. Coole Aktion. Hau mich jetzt nicht voll extrem aus den Schuhen. Ich würde ihm 2 Punkte geben. Lausanne mit einem Transparent, was aussehen. Sele Guet, keine Ahnung, was das heisst. Ist für mich ganz okay. Steht im Hintergrund von der Corona, weil ich kein Französisch habe. 2 Punkte. Jetzt kommen wir zu FC Basel, 9. Dezember 2023. Einer von meinen Favoriten, 4 Punkte für dich, Choreo. 4 Punkte, ganz klar. Schau das an. Wahnsinn. Auch sehr, sehr schöne Choreo, wo ein altes Foto dargestellt wird, das sich wieder auferlebt haben. 3 Punkte. Das ist mein Favorit. Wer die Abstimmung in einem Wettbüro hat, das die besten Quoten für den Sieg, ehrlich gesagt. Weil ich finde das und viele andere finden das die krasseste Choreo 2023. Und deswegen natürlich von mir gibt es da 4 Punkte. 4 Punkte für dich, Choreo. Wahnsinn. So, die nächste Basler Choreo am 3. September. Das ist, glaube ich, GZ oder Gewittig, ich bin mir nicht mehr sicher. Ganz groß FCB-Logo, sieht sehr, sehr geil aus. Also da werden jetzt die ganzen Fahnen hochgehebt, wie man das sagt. Und da so die Kombination so mit der wehenden Fahne und der normalen Standardfahne, der statischen Fahnen, machen es zu einem 3 Punkte für die Choreo. Tagtäglich, die finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so mega krass. Deswegen 2 Punkte. Riesige Blockfahne, aber mit der Blockfahne und außergewöhnlich. Fahne, eine coole Pyro-Show. Zählt auch zu einer meiner Lieblingschoreografien, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist das 4 Punkte wert? Komm, einen Vierer vergeben wir noch. Einen Vierer hauen wir noch raus. 4 Punkte. Oh, schon wieder eine von meinen Lieblingschoreos. Die ist auch ganz klar 4 Punkte für mich. Ganz klar 4 Punkte. Ich finde einfach das Farbliche da so geil. Ich finde das so mega geil. Und es ist so gut gelaufen mit dem Wind. Es sieht einfach so mega geil aus. 4 Punkte. Und da kommt nochmal eine. Gut. Alter, da muss ich auch 4 Punkte geben, Mann. Scheiße. Habe ich 5x 4 Punkte vergeben? Okay, das ist eigentlich in Ordnung. Weil, weißt du, so 4 Punkte? Wegen dem Design von dieser Blockfahne. Ganz ehrlich, ich finde, diese Blockfahne ist die geilste Blockfahne vom ganzen Jahr 2023. Das Design überzeugt mich einfach zu 1000%. 4 Punkte. Gut, wir sind durch, oder? Ja, genau, da steht noch, wie das funktioniert. Ein bisschen. Ihr könnt auch lesen, wenn ihr Lust habt. So, wir sind durch. Geht auch voten auf Instagram der Winnertour und ich sage bereits Tschüss und seid gespannt auf das Ergebnis. Ich bin auch mega gespannt auf das Ergebnis. Die Stimmbeteiligung ist riesig. Wir haben über 30.000 Stimmen, also gesamthaft über die ganzen 31 Choreos, nach 9 Stunden über 30.000 Stimmen. Wahnsinn! Also, kommt doch auch. Peace out, meine Damen und Herren.